بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Dies ist eine Einladung auf Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin. Wir hatten ja letztes Jahr schon den ersten islamischen Friedenskongress in Köln. Es war eine schöne Angelegenheit gewesen. Alhamdulillah, wir konnten einige Vorurteile aus dem Weg räumen. Und dieses Jahr, inshallah, am 7.9. 2013 werden wir den zweiten islamischen Friedenskongress in Frankfurt abhalten. Deswegen wollte ich Sie gerne einladen. Vielleicht können Sie auch kommen, etwas erzählen. Von mir aus können Sie auch bei wirklich kommen und etwas dazu erzählen. Ich will darüber reden, wie man Weltfrieden erreicht. Was unsere islamische Position dazu ist. Denn jeder Mensch behauptet, oder fast jeder Mensch zumindest, behauptet, Frieden zu wollen. Deswegen möchte ich darüber reden. Was ist Frieden? So stehen Menschen davon, was ist das Gegenteil davon? Und wie erreicht man wahren Frieden? Und Sie können von mir aus auch etwas dazu sagen. Und natürlich an selber Stelle lade ich Sie ein, den Islam anzunehmen. Denn wir als Muslime sind davon überzeugt, dass der Islam der wahre Religion ist. So wie auch Christen für sich in Anspruch nehmen, der einzig wahren Religion zu folgen. Wir glauben aber, dass der Islam die Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form ist. Das heißt, dass der allmächtige Gott, Allah, zu allen immer wieder, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, Gesandte geschickt hat, Propheten, die mit der gleichen Botschaft kamen, dem puren Monotheismus, wie zum Beispiel Moses in Exodus 24, 4 muss es sein, die 10 Gebote. Ich bin der, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen, du sollst kein Bildnis machen von irgendetwas im Himmel oder auf Erden oder unter dem Wasser. Du sollst ihn nicht dienen, du sollst ihn nicht anbeten. Oder wie Jesus, unser geliebter Prophet Jesus, in Matthäus 26, Vers 39, mit seinem Angesicht zu Boden fiel und betete. Und wie er sagte, man soll Gott mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Herz lieben. So kam auch der Prophet mit dieser Botschaft, der Prophet Mohammed, a.s.w. Frieden und Segen mit ihm, mit der Botschaft von Gott alleine anzugehen. Und deswegen hoffe ich, dass auch Sie zu diesem Weg finden. Wir wünschen für jeden Menschen das Beste. Sie sind mir vielleicht nicht allzu sympathisch, wir sind immer ehrlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir können trotzdem miteinander reden. Deswegen lade ich Sie ein, kommen Sie vorbei. Und am besten nehmen Sie den Islam an. Wenn Sie ihn angenommen haben, wir sehen Sie hinter mir die Kaaba, wir sind gerade in Mekka. Dann fahren wir inshallah nächstes Jahr nach Mekka. Inshallah. Willi Herren war ja letztes Jahr auch schon. Ach so, ja genau, ja gut, das heißt, letztes Jahr war ja auch schon ein Prominenter da gewesen, Willi Herren, der wurde dann nachher von den Medien durch den Fleischwolf gedreht, der arme Kerl. Aber inshallah haben sie mehr Rückgrat. Kommen Sie einfach vorbei. Und ich denke, das Beste ist, wenn man einfach miteinander redet. Die Bundesregierung redet momentan immer oder meistens mit Leuten, die sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, die sich teilweise auch verstellen, das muss man ganz klar sagen, und die nicht die Mehrheit der Muslime repräsentieren. Wir repräsentieren eine riesengroße Anzahl an vor allem jugendlichen Muslimen in Deutschland. Ja. Und wie gesagt, das Beste ist immer miteinander reden. Und dumm können sie ja nicht sein. Jetzt kommen sie vorbei und beschäftigen sich mit der Religion. Und für alle, die dieses Video sehen, sucht einfach nach der Wahrheit. Ich meine, am Ende muss jeder selber wissen, wir können keinen zum Glauben zwingen. Wir wollen keinen zum Glauben zwingen. Allah sagt in Sure 2, Vers 256, es gibt keinen Zwang im Glauben. Aber wir wünschen für jeden das Beste. Wir glauben, das ist der Weg, dass dies der Weg zum Paradies ist. Ja? Deswegen hebt die Hände zum Himmel und sagt, o allmächtiger Gott, zeige mir den wahren Weg, helfe mir zu befolgen und zeige mir die falschen Wege als falsch und hilf es und hilf mir, von diesen falschen Wegen Abstand zu nehmen und sie zu verlassen. Das ist meine Botschaft von Frau Merkel und dem Rest der Welt. Kommt alle vorbei. Wer Islam annehmen will, sind alle recht herzlich willkommen. Das wäre echt cool, wenn die erste Bundeskanzlerin gleich auch die erste Muslim für den Islam annimmt. Na, wäre super, ne? Das wäre was. Okay, alles klar. Salam alaikum und tschüss mit Öss und tschö mit Öl.